Guten Tag zusammen. Na? Ich dachte mir, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Persona. Die Idee fand ich ganz gut. Und irgendwie, ach, ich hasse meine Webcam, ne? Irgendwie muss ich die für jeden Stream neu einstellen. Naja, ist halt so. Goodie. Goodie. Also, beim letzten Mal haben wir Futabas Palast betreten. Und dann machen wir jetzt weiter. Da machen wir jetzt weiter. Bin mir gerade unsicher. Musste ich raus? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich kann einfach wieder weiter. Frage ist, gehen wir einfach weiter. Ach, meine SP sehen eigentlich gut aus. SP sehen gut aus. Gehen wir wieder rein. Komm. Passt schon. Passt schon. So, na denn. Wollen wir einmal hier runter? Kann ich hier direkt runterspringen? Nein, ach, natürlich nicht. Wäre ja auch nur der kürzeste Weg. So. Okay, da ist ein starker Shadow. Hey, na? Kommen Sie mal her. Kümmern Sie mal auch her. So. Okay, stimmt, du hast... Der hat halt einfach keine Schwächen. Da war was. So, erstmal ein Tarunda. Denn der ist levelmäßig doch ein bisschen hoch. Vielleicht kriegen... Oh, wir kriegen Crit. Nice. Perfekt. Perfekt. Hau ich den um Geld an? Ich hau den um Geld an. Okay, dann nicht. Wenn du mir kein Geld geben willst, ne, dann hau ich dich halt um. Mir doch egal. So, guti. Oh, komm schon. Du darfst treffen. Okay. Das müsste extra Schaden geben, oder? Ja. Das gibt ein Technical. Okay. Und jetzt ein Garula. Das gibt auch nochmal ein Technical. Nice. Schwein gehabt. Mona Reflected? Fluch? Was? Okay, nehme ich, kein Ding. So, hier nochmal ein Agilau. Let's go. Mehr Zeug hier. Sehr schön. Das gibt nochmal einen mächtigen Angriff. Ja, komm. Hauen wir die Showtime raus. Oh yeah. Die Showtime ist so nice. Pops hat like an unwanted online app. Hallo. Hallöchen. Na, rustiges Wolfsfell. Sehr schön. Und Lamy hat ein Level-Up. Auch schön. Ominöse Worte. Hohe Chance auf Verzweiflung bei einem Gegner. Will ich das? Tja. Scheiß auf die Karte. So oft boosten sich Gegner nicht. Alright. Und wenn, dann bringe ich sie zum Verzweifeln. So. Dann treibe ich sie zur Verzweiflung. Okay. Der kommt nicht nah genug ran. Na denn. Wir haben unseren Weg nach draußen. Jetzt können wir dem Ding so richtig einheizen. Auf ins Getümmel.
What's up? Oh, bei mir ist alles schick. Ich habe heute frei. Mal wieder. Dafür dürfte ich am Wochenende arbeiten, von daher. Haltet euch bereit. Das ist definitiv keiner meiner Gegner. Ja, passt schon. Törichte Grabräuber. Ihr habt den Wächter des Grabes erzürnt. Du auch, Mensch. Morgen geht die Nachtschicht los. Ja, Mensch. Das ist doch. Das ist doch nice. So. Hier endet euer Weg. Hier findet ihr euer Ende. Hier werdet ihr sterben. Das sehen wir gleich. Das werden wir gleich noch sehen. Die Abmischung der Sounds ist echt merkwürdig. Das Intro war fucking laut im Vergleich und jetzt ist das Spiel ziemlich leise. I'm not done. So, ich hoffe, das passt jetzt ein bisschen besser. Du hast wieder teuren Nerdkram gekauft. Teurer Nerdkram ist immer gut. Habe ich gehört. So, erstmal ein paar Runde. Erstmal Angriff des Gegners senken. What? Okay. So einer bist du, ha? Huh? Na dann gucken wir doch mal. Let's go. Ha. You're mine. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. Da ist eine Lamia. Okay. Okay. Echt jetzt? Ryuji, was kannst du eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. Hallöchen, Cell. Na? So. Dann hauen wir hier jetzt erstmal Dingens drauf. Damit wir danach Batten passen können. Zu an. Jetzt hier ein bisschen mehr Schaden drückt. Nice. So will ich das sehen. Ja, ich habe den Strikers schon angesehen. Ich bin absolut furchtbar in dem Spiel. Ich bin absolut furchtbar. Ich habe ein paar Versuche jetzt beim ersten Boss verballert. Ihn noch nicht geschafft. Ja. Aber kommt sicherlich noch. Das ist auf einfach gestellt. Nee, ich spiele auf normal. Egal wie oft das Spiel mir sagt, ja, stell doch auf einfach rum. Nein, mach ich nicht. Dafür bin ich zu stur. Für einfach bin ich zu stur. Thanks, ma'am. Ach ja. Oh, ich liebe die die Showtimes. Die sind fantastisch. Okay. So, dann hier nochmal auf die Schwäche rauf. So, und dann übergeben wir wieder an. Einfach ist was für Leute, die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Oder für Leute, die gerade im dritten Playthrough von Persona 5 sind, um die Platinum zu vervollständigen. Weil man beim zweiten Playthrough ein paar Bücher vergessen hat. Hm. Da habe ich mir dann auch gesagt, ja komm, scheiß drauf, ich renne jetzt hier einfach auf einfach durch. War mir zu blöd. Noch eine Lamia. Meine Fresse, ey. Gehst mir so langsam auf den Sack mit den Viechern, weißt du? Ah. Ich habe seine Schwäche gefunden, übrigens. Hm, Mensch. Okay, na denn.
Das hätte ich auch vorher mal testen können. Keine Ahnung, warum ich das verpennt habe. Aber egal. So, hold up. Mächtiger Angriff. Und tot. Easy peasy lemon squeezy. Und so. Habe ich gehört. It's a step forward. Puh, irgendwie haben wir das überlebt. Los, gehen wir zum Schatz. Wir sollten aber nicht übermütig sein. Es ist besser, mit Bedacht weiterzumachen. Ja, ja. Alles gut, Makoto, alles gut. So, wusste ich doch, dass wir hier noch was stehlen können. Okay, na denn, öffnen wir mal die Türe. Ich hab den Dungeon so gar nicht mehr im Kopf. Bin ich ehrlich. Ah, da war nichts. Okay. So, kommen Sie mal her. Kümmern Sie mal her. Zwei Sandmännchen. Okay. Cool, Joker. Up to you. Not over yet. Get ready. Damn, Carmen. Let's see that again, Grandpa. Persona. So und so. Ah shit. Ich wollte die Lamia eigentlich auch noch damit killen. Ah, egal. Sandmännchen, gib mir mal deine Kraft. Hören wir uns. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Unterhalten wir uns weiter. Na gut, das ist die richtige Einstellung. Versuch mit einem Witz, okay. Bist du nicht zu alt, um dich zu verkleiden? Was soll denn die Maske bitte? Ist echt oberpeinlich. Optimistisch. Klar. Ist mir völlig egal. Aber es ist ziemlich seltsam, dass du so ehrlich bist. Weißt du, im Grunde bin ich dein Senpai. Was die Hierarchie angeht, solltest du mir etwas mehr Respekt zeigen, oder nicht? Du hast recht, Senpai. Ach Mist. Ja, du bist immer noch ahnungslos. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Stirb, wenn ich sterben muss. Ey, was soll das werden? Streng mal deinen Kopf an, Mann. Das war ein Witz, Mann. Wie auch immer, hör dir das an. Hey, was würdest du tun, wenn ich gewinnen könnte? Wusstest du, dass ich meinen ultimativen Angriff nutzen wollte? Echt jetzt? Da du so reagierst, lass ich es bleiben. Wie? Das bedeutet, wir sind uns ähnlich. Hey, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin kein Schatten von dir, ich stamme aus dem Meer der Menschenseelen. Ich bin Sandmann. Wait, hatte ich den doch schon? Fuck. Ah, okay. Mein Fehler. Ab jetzt bin ich dein. Ja, ja, für mich auch. Ups. Irgendwie war ich der Meinung, ich hätte ihn noch nicht, aber stimmt, sein Name wurde mir direkt schon angezeigt. Egal, ich war verwirrt. Ich war verwirrt. Belassen wir es dabei. Okay. Okay. Ich denke, ich muss zunächst hier rein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder auch nicht. Okay. Auf jeden Fall gehen wir hier mal kurz hoch. Und schnappen uns das Zeug. Ein Sarkophagteil. Okay. Meinetwegen. Ja, gucken wir uns das Ding doch mal an. Der Lichtstrahl von der Decke wird hier reflektiert. Aber er trifft auf die Wand. Ja, gut. So viel habe ich jetzt auch mitgekriegt. Danke. Und so. Okay. Also war da erstmal falsch. Ach, stimmt. Da ist die Ballista. Ha. Hm? Was ist das? Irgendein riesiger Bogen mit einem Pfeil? Oh,
Das ist eine stationäre Waffe aus dem Mittelalter. Man nennt sie Balliste. This is amazing. Du kennst dich sogar mit solchen Sachen aus, Queen? Das sieht dir richtig ähnlich. Was soll das nun wieder heißen? Come on, man. Moment mal, das Ding wird doch nicht auf uns schießen, oder? Nun, ein Bolzen ist eingespannt, aber sie scheint kaputt zu sein und sie steht schief. Bla, okay, ich kann nicht feuern. Oh. Man sollte auch darauf hören, ha? Huh? Wo? Da oben hin. Okay. Da können wir hier nach oben. Ah. Und dann hier. Feuer! Hey! Was ist das denn? Sieht aus wie eine Taste oder so. Ja. Denk erstmal nach, bevor du sie drückst. Es könnte eine Falle sein. Neugierig bin ich allerdings auch. Drück mir mal drauf. Wie heißt das so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jo, und Rems. So. Und Sesam, öffne dich. Heilige Scheiße, ich wäre fast gestorben. Das war echt eine Falle. Naja, Falle. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Nach dem Drücken der Taste hat sich hier irgendwas verändert. Hey. Ja, ein Lichtstrahl zeigt jetzt auf die Tür. Das ist eine kaum zu übersehende Veränderung. Du hast recht. Das sollten wir uns mal genauer anschauen. Ja, sehe ich auch so. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Was? Doch, wollte schon meinen. Oh, come on. Come on. Okay. So, hier. Einmal zu Mona. Windige doch mal ein bisschen. So, Anzu haben wir auch. Ist zwar gerade nicht dabei, aber wir haben sie bereits. Der Name steht da, also weg damit. Okay, perfekt. Perfekt. Und dann einmal durch die Tür. Yay. Oh, hey, sie ist offen. Sie öffnet sich also, wenn ein Lichtstrahl darauf fällt. Hey. Könnte es sein, dass wir die Türen der großen Treppe auf dieselbe Weise öffnen können? Das ist sehr wahrscheinlich. So oder so, wir sollten weitergehen. Ja, dann... I can feel it. Hier noch irgendwas? Nö, gut. Dann nicht. Okay. Hey. Hey, hier steht etwas geschrieben. Also... Das Licht des Gottes der Unterwelt wird zum Boten und Führer für die, die den Abgrund überqueren. Und was könnte das bedeuten? Tja, das bedeutet erstmal, dass wir dieses Hundi besiegen hier. Top. Gleich zwei davon. Uff. Ja, Persona 5 Strikers ist super. Absolut. Persona! Wir wissen noch nichts darüber. Okay. Ich glaube, ich höre erstmal meine Dev. Sicher ist sicher und so. Okay. So, Garu? Nein. Zio? Glaube ich auch nicht, aber nee. Oh, aber einer ist geschockt. Das ist schon mal ganz praktisch. Feuer? Nope. Okay, das Failer macht deutlich weniger Schaden als befürchtet. Das ist gut. Das ist sehr gut. Frey wird wahrscheinlich auch nicht viel machen.
Komm. Riskieren wir's. Okay, perfekt. Okay, Ryuji, hau rauf da. Sehr schön. Und, ja, komm. Na, Schock übertragen ist. Aber hey. Komm. Showtime. Oh yeah. Oh, die liebe ich. Zesty. Masterpiece. Ain't nothing better than this. Get out, dumbass! Here you go. My treat! Okay. Ah, ich liebe diese Sequenz. Die sieht fantastisch aus.